Gebet um Hilfe in einer schwierigen Situation an Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebster Jesus Christus, ich lege dir mein Herz und meine Seele vor, die schwer und voller Angst sind. Ich komme zu dir in der schwierigen Situation, in der ich mich befinde. Ich fühle mich allein, verloren und ungewiss über die Zukunft. Ich bitte dich, Jesus, um Hilfe. Du, der du durch die Nöte und Leiden unserer Welt gegangen bist, du, der du unsere Bitten immer erhörst, ich bitte dich um dein Erbarmen. Öffne mein Herz für deine Worte, für deine Gebote und für deine Lehren. Hilf mir, deinen Willen zu verstehen und ihn zu erfüllen. Jesus, du, der du die Quelle der Hoffnung und der Kraft bist, ich bitte dich, dich meiner zu erbarmen und mir aus dieser schwierigen Situation herauszuhelfen. Gib mir die Kraft und den Mut, mich meinen Problemen zu stellen und meine Schwierigkeiten zu überwinden. Öffne mein Herz für deine Gnade, für deine Weisheit und für deine Liebe. Jesus, der du der Arzt der Seelen bist, ich bitte dich um deine Heilung. Heile mein Herz von Schmerz, von Angst und Furcht. Heile meine Beziehungen zu anderen Menschen, damit wir in Frieden und Harmonie leben können. Heile meine Gedanken und Gefühle, damit sie mit deinem Willen in Einklang stehen. Jesus, du, der du unser Freund und Bruder bist, ich bitte dich, in jedem Augenblick meines Lebens bei mir zu sein. Stütze mich, wenn ich schwach bin, und leite mich, wenn ich mich verirrt habe. Tröste mich, wenn ich traurig bin, und freu dich mit mir, wenn ich glücklich bin. Jesus, du, der du unser Heil und unsere Hoffnung bist, ich bitte dich um deine Gnade und deinen Segen. Nimm mich in dein Herz auf und lehre mich, wie ich in deiner Gegenwart leben kann. Lehre mich, andere zu lieben, wie du uns liebst. Zeige mir, wie ich deinen Geboten treu sein kann. Jesus, meine Hoffnung, meine Kraft und meine Rettung, ich bitte dich, mir zu helfen und mein Gebet zu erhören. Hilf mir, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen, damit ich dir und anderen Menschen dienen kann. Herr Jesus, ich komme zu dir mit einem Herzen voller Schmerz und Leid. Mein Leben ist voller Schwierigkeiten und Probleme, die mich überwältigen und mich einsam und verletzt fühlen lassen. Die schwierige Situation, in der ich mich befinde, macht es mir schwer, deshalb bitte ich dich in dieser Zeit um Hilfe und Unterstützung. Jesus, du weißt, was ich brauche und worum ich bitte. Ich komme mit offenem Herzen zu dir und bitte dich um deine Liebe und deinen Schutz, den ich in dieser schwierigen Zeit so sehr brauche. Ich bitte dich um die Gnade und die Kraft, meine Probleme und Herausforderungen mit Mut und Entschlossenheit zu bewältigen. Jesus, ich bitte dich, mich von all meinen Ängsten, Befürchtungen und Sorgen zu befreien. Ich bitte dich um deine Hilfe und Unterstützung bei der Überwindung der Hindernisse, die sich mir in den Weg stellen. Gib mir die Weisheit und Klugheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und deinem Willen zu folgen. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, ich schreie zu dir um Hilfe in meinen Schwierigkeiten und Problemen. Ich weiß, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, und ohne dich kann ich nichts tun. Ich komme zu dir in Reue und Demut und bitte dich um deine Barmherzigkeit und Gnade. Jesus, ich bitte dich, mir in meinen täglichen Angelegenheiten und Entscheidungen zu helfen. Hilf mir, den Weg zu finden, dem ich folgen soll, und gib mir die Kraft, schwierige Zeiten zu überstehen. Gib mir die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und den Frieden, meine Seele ruhig zu halten.
Ich bitte dich auch, mir in meinen Beziehungen zu anderen Menschen zu helfen. Hilf mir, freundlich und verständnisvoll zu sein und zu vergeben und zu lieben. Zeige mir, wie ich anderen ein Beispiel für deine Liebe und Gnade sein kann. Jesus, ich bitte dich auch, mir bei meiner Arbeit und in finanziellen Angelegenheiten zu helfen. Hilf mir, Wege zu finden, ehrlich und ausdauernd zu arbeiten und meine Finanzen mit Weisheit und Verantwortung zu verwalten. Gib mir auch die Kraft, schwierige finanzielle Zeiten und Schwierigkeiten bei der Arbeit zu überstehen. Ich bitte dich auch, mir mit meiner Gesundheit zu helfen. Gib mir die Kraft, mich um meinen Körper und meinen Geist zu kümmern, und hilf mir, meinen Weg zu Gesundheit und Genesung zu finden. Sei bei mir, wenn ich krank bin, und erlöse mich von meinem Leiden. Jesus, ich bitte dich, mir in meinem geistlichen Leben zu helfen. Hilf mir, meinen Glauben zu vertiefen, zu beten und die Heilige Schrift zu lesen. Zeige mir, wie ich dir näher sein und deine Pläne für mich erfüllen kann. Jesus, ich danke dir für deine Barmherzigkeit und Gnade, die du mir immer schenkst, auch wenn ich weit von dir entfernt bin. Ich danke dir für dein Opfer am Kreuz, für deine Liebe zu jedem Menschen und für deine ständige Gegenwart in meinem Leben. Jesus, du, der du der einzig wahre Retter bist, ich bitte dich um deinen Schutz und deine Bewahrung vor Gefahren. Beschütze mich vor dem Bösen und den Versuchungen, die um mich herum lauern. Umgib mich mit deinem Schutz in Zeiten der Prüfungen und Schwierigkeiten. Mache mich stark und widerstandsfähig gegen die Versuchungen, die mich bedrängen. Jesus, du, der du ein gerechter Richter bist, ich bitte dich, mir meine Sünden zu verzeihen. Ich bitte dich, dass du mein Herz und meine Seele von aller Unreinheit und Sünde reinigst. Gib mir die Gnade der Reue und der Umkehr, damit ich immer nach deinem Willen leben kann. Jesus, du, der du der König des Universums bist, ich bitte dich um deine Ausdauer und Kraft. Gib mir die Kraft, nach deinen Lehren und Geboten zu leben. Gib mir den Glauben, an dich und an deine Liebe zu glauben. Gib mir Hoffnung, um in deiner Gegenwart zu leben und zu glauben, dass du immer bei mir sein wirst. Jesus, du, der du der Heilige bist, ich bitte dich, mich zu heiligen. Lehre mich, nach deinem Willen zu leben und dein Leben nachzuahmen. O Jesus, Sohn Gottes, ich wende mich in meiner schwierigen Situation an dich. Ich weiß, dass du immer bei mir bist, aber heute brauche ich deine Hilfe mehr als je zuvor. Herr, ich bin verwirrt und verängstigt. Ich fühle mich allein und hilflos. Alles scheint gegen mich zu arbeiten und ich sehe keinen Ausweg aus meiner Situation. Bitte erleuchte mich und hilf mir, den Weg zu finden, der zur Errettung führt. Vergib mir, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ich brauche deine Heilung, sowohl an meinem Körper als auch an meiner Seele. Ich glaube, dass du immer bei mir bist und mich auf dem Weg des Heils leiten wirst. Ich bitte dich um deine Fürsorge und deinen Schutz in dieser schwierigen Zeit. Ich bitte um Hoffnung und Glauben, damit ich mich immer daran erinnern kann, dass deine Liebe und deine Barmherzigkeit stärker sind als alle meine Probleme und mein Versagen. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe und dafür, dass du immer bei mir bist. Ich glaube, dass deine Gnade und Hilfe ausreichen, um alle Schwierigkeiten zu ertragen. Ich bitte dich um deinen Schutz und deine Hilfe in meiner Situation, damit wir diese schwierige Erfahrung gemeinsam durchstehen können. Jesus, sei bei mir, verlass mich nicht, hilf mir in meiner schwierigen Situation, und alles wird gut ausgehen. Amen.